Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um unsere Handgelenke. Unsere Handgelenke werden bei vielen Übungen, wie beispielsweise dem Liegestütz, dem Hochstütz oder anderen Stützübungen, stark beansprucht. In diesem Video wollen wir dir 4 Übungen zeigen, mit denen du deine Handgelenke mobilisieren und stärken kannst und so auf kommende Belastungen einfach super vorbereitet bist. Genug Infos für jetzt, los geht's! Für unsere erste Übung verschränkst du deine Hände nun zu einer Faust ineinander und beginnst dann mit den Handgelenken in der Luft eine 8 zu zeichnen. Deine Hände und Handgelenke sind ganz locker und du bewegst sie ganz geschmeidig von links nach rechts. Du ziehst also eine 8 nach. So kannst du Hände und vor allem Handgelenke prima mobilisieren. Du kannst auch gerne mal einen Richtungswechsel einbauen. Das ist eine super Übung zum Lockermachen für die Handgelenke, zum Aufwärmen, zum Mobilisieren und um sie auf kommende Übungen vorzubereiten. Wir machen weiter mit einer ganz einfachen Übung. Dazu streckst du deine Arme nach oben aus und beginne damit, die Hände zu öffnen und zu schließen. Ein bisschen, als würdest du auf der Stelle klatschen und dir selbst applaudieren. Du kannst gerne ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen und ruhig mal etwas schneller werden. Lass die Arme dabei in dieser Position und spüre langsam, wie alles ein bisschen wärmer wird. Bleib dran, gar nicht so einfach. Auch wenn es jetzt anstrengend wird, halte durch. 3 Dranbleiben, weitermachen. Noch ein paar letzte Sekündchen durchhalten, noch ein bisschen klatschen. Und geschafft. Hände nochmal ausschütteln, kurz entspannen, locker lassen, wunderbar gemacht. Weiter geht's mit einer Dehnung. Dazu kommst du in den Vierfüßlerstand auf deine Matte, setzt die Handflächen auf die Matte. Die Fingerspitzen zeigen dabei zu deinen Knien. Die Innenseite der Ellenbogen ist nach vorne gerichtet und du beginnst nun damit, Bewegungen nach vorne und nach hinten zu machen und kannst dann auch schon deutlich eine Dehnung im Handgelenk, im Unterarm spüren. Wichtig ist, dass die Handflächen dabei nicht vom Boden abheben. Die bleiben stets auf der Matte und du bewegst dich vor und zurück. Dabei entspannt weiteratmen und sich immer wieder in diese Dehnung hineinschieben. Kurz locker machen. Wir machen einen Wechsel. Jetzt nimmst du die Handrücken auf die Matte. Die Fingerspitzen zeigen dabei wieder zu deinen Knien. Die Handflächen, die Handrücken in diesem Fall, heben auch nicht von der Matte ab. Die Ellenbogen sind wieder nach vorne gerichtet und auch hier machst du die gleiche Bewegung vor und zurück. Auch hier wirst du relativ schnell die Dehnung spüren. Gehe natürlich immer nur so weit, wie es für dich noch auszuhalten ist. Sollte also immer ein angenehmer Dehnschmerz sein. Vor und rück. Arbeite hier ganz langsam und kontrolliert. Bewegung auflösen, Handgelenke kurz ausschütteln. So, kommen wir zur 4. und letzten Übung, auch im Vierfüßlerstand. Schulter über dem Handgelenk ausgerichtet, Ellenbogeninnenseite zeigt nach vorne. Stell die Hände auf, dabei heben aber jetzt die Daumen von der Matte ab. Die sind also in der Luft und du beginnst damit, dich hochzuschieben, also den Handteller abzuheben. Dabei bleibt der Daumen in der Luft und die anderen Finger auf der Matte. Du schiebst dich also immer hoch und sinkst dann langsam wieder ab. Mache das hier auch wirklich kontrolliert und langsam. Das ist gar nicht so einfach, sich da erstmal hoch in diese Position zu schieben. Daumen ist in der Luft und der Handteller hebt ab.
kleine Pause, Hände mal eben ausschütteln. Und wir gehen nochmal in eine zweite Runde rein. Wir machen das Ganze nochmal. Daumen hebt ab und der Handteller löst sich von der Matte. Dabei bleibt aber Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger auf der Matte. Also nur der Handteller geht hoch und tief. Arbeite hier langsam und kontrolliert. Als Richtwert sind hier 2 Sätze à 8 Wiederholungen für den Anfang genug. Probier's mal aus. Das waren unsere 4 Übungen für die Handgelenke. Wenn dir die Übungen gefallen haben, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke klicken und den Kanal so abonnieren. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit schau auf der Website und speziell da auf dem Blog vorbei. Hast du Fragen, Anregungen oder möchtest du einfach noch mehr Infos zum Thema Gesundheit, kannst du auch mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Da warten auch viele spannende Beiträge auf dich. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.